Hallo zusammen, heute geht es weiter an meiner Anlage beim Wasserfall und beim Wasser. Viel Spaß wünsche ich euch mit dem Video. Also ich möchte euch mal einen großen Überblick zeigen, was ich jetzt so gemacht habe. Hier habe ich die Steine ja geklebt für den Wasserausstoß. Hier die Schienen, da muss ich noch final warten, bis ich das geschottert habe. Jetzt hier bei der Erde sieht man, da ist ein bisschen gesprengt, aber das ist kein Problem, weil da kommt ja eh Begrünung hin. Was ich jetzt hier neu gemacht habe, ich zoome euch das nachher noch heran, ist hier eine Treppe, der Aufgang, den ich hier machen will, auf diese Seite. Aber hier muss ja zuerst alles koloriert werden, begrünt, bevor ich hier weiterfahren kann. Jetzt auf dieser Seite werde ich jetzt den Styrodur hinaus heraustragen, herausschneiden, weil ich möchte hier ab hier Terrassen machen nach unten. Hier hinten ist jetzt die Treppe, die ich ja gemacht habe aus Korkzapfen. Da können ja die Fußgänger dann hinauflaufen. Aber da muss ich zuerst eine finale Begrünung machen und noch kolorieren. Ich wollte euch das einfach noch zeigen. Hier den Gesamtüberblick nochmal, wie das ausschaut. Bevor ich jetzt hier das ganze Wasser, die ganze Struktur hier mache, mit dem Toilettenpapier und dem Leim muss ich ja hier, ab hier möchte ich, hier war ja die Brücke, die stand ja hier so, die habe ich mal rausgenommen, möchte ich hier ja, dass es ein bisschen tiefer geht, also wie ein, ja, Wasserfall kann man nicht sagen, einfach eine Etage tiefer, weil im See will ich noch etwas tiefer gehen. Also ab hier einfach nehme ich das hier alles raus. Jetzt wollte ich das wieder mit dem Heißdraht rausnehmen, aber irgendwie, Entschuldigung, das ist nicht gerade toll, also scheiße sage ich jetzt nicht, jetzt habe ich es doch gesagt. Ich nehme das mit dem Cutter raus, aber einfach, dass ihr meine Idee seht. Ich will hier einfach die Tiefe haben, von diesem Punkt her. Aber ich muss euch nicht zeigen, wie ich das alles rausnehme, weil es gibt eine Heidenarbeit. Im unteren Teil werde ich wahrscheinlich im tieferen Teil rausnehmen und ein Holz hineinlegen. Und dann werde ich wahrscheinlich unten später mit Gießharz arbeiten. Aber jetzt werde ich mal weitermachen, oben bei der Kolorierung beim Wasserfall. Also jetzt möchte ich hier mal ein bisschen kolorieren, also mit einer Lasur, sehr wässrigen Lasur, das Ganze hier machen. Weil hier muss zuerst die Begrünung und dann die Watte, weil sonst gibt es eine Sauerei. Jetzt habe ich hier so einen, ja, kann man sagen, grau, grün, so etwas. Tupfe ich das einfach hier hinein, dass das so eine leichte Farbton gibt, aber nicht zu stark, weil das Wasser geht ja darüber und das sieht man ja da nicht wirklich. Aber doch als Untergrundfarbe ein bisschen graugrün. Also ich warte jetzt nicht, bis das hier trocken ist. Ich mache jetzt hier mit Window-Color, transparent, Kindermalfarbe, mache ich mal den hinteren Teil, weil das kann ich ja mit Watte schon ein bisschen anfangen. Da trage ich richtig großzügig hier von dem Window-Color auf, verteile das mit dem Pinsel und dann arbeite ich schon ein wenig Watte ein, weil hier vorne kommt die Begrünung, das mache ich die Watte später, weil sonst hängt das alles in der Watte und das gibt nachher eine riesen Sauerei, das möchte ich natürlich nicht. Und dann nehme ich Watte, synthetische Watte, ganz fein und positioniere das hier und drücke das mit dem Finger hinein. Einfach so. Und dann geht man nochmal Window-Color darüber. Manch das ein, sage ich dem immer. Den Pinsel nochmal hier.
dann wird das so richtig vollgesogen und man hat dann hier die Gischt. So fahre ich jetzt mal bis hierhin weiter und dann zeige ich euch das Schlussergebnis. Also die Gischt habe ich hier mal gemacht mit der Watte, das sieht man ja gut. Man sieht auch gut, dass das hier das Wasser nach oben drückt, weil es geht ja mehr auf diese Seite. Hier werde ich natürlich final zuerst noch eine Begrünung hinmachen, bevor ich das Wasser weitermache. Sieht mal das Chaos an, ich habe ja hier schon viel rausgenommen, aber Chaos pur, das darf man auch mal filmen. So, dann hoffe ich natürlich, euch hat mein kurzes Video gefallen. Es geht dann beim nächsten Mal hier weiter. Gibt noch viel zu tun. So, dann wünsche ich euch ganz eine schöne Zeit. Bleibt gesund. Ciao zusammen, euer Alex.